In diesem Video zeige ich dir, wie du dir so einen Funkbass programmieren kannst. Ich habe diesen Funkbass mit Scarbys J-Bass programmiert. Meines Erachtens macht Scarby die besten virtuellen Bässe, die es überhaupt gibt. Und die klingen wirklich fantastisch. Falls du neu hier bist, ich bin Martin von songwriteronline.com und auf diesem Kanal geht es um Mixing, Songwriting und Musikproduktion. Wenn dich das interessiert, dann drück auf jeden Fall jetzt den Abonnieren-Button, hau die Glocke rein, damit du kein Video mehr verpasst. Wir starten jetzt. Was ich als erstes gemacht habe, ist einfach die Melodie einzugeben. Du siehst hier unten mein MIDI-Keyboard repräsentiert und zu den rot eingefärbten Tasten kommen wir gleich und über die blau eingefärbten Tasten, das ist die Range, die dieser Bass hat. Und hier kann ich jetzt einfach den Bass direkt anspielen, ja. Und da habe ich diese Melodie hier zunächst mal eingespielt, ganz normal wie mit MIDI-Keyboard, wie du eine Pianospur oder so auch einspielen würdest. Und die klingt dann zunächst mal so. Das klingt jetzt schon ganz okay und die Samples klingen richtig gut, wesentlich besser als jetzt von Logic's internem MIDI-Bass irgendeine. Aber es klingt etwas statisch und das hängt damit zusammen, dass diese Anschlag-Samples alle die gleichen sind. Und um das zu verhindern, wenden wir jetzt eine Key-Switch-Taste an. Und das bedeutet, dass wir die Anschlag-Samples der einzelnen Noten hier verändern. Ich gehe gerade nochmal in den Contact Player rein. Hier unten nämlich hast du Key-Switch-Tasten oder Funktionstasten. Und C0 hier ist die Key-Switch-Taste. Das heißt, ich kann für eine und die gleiche Note verschiedene Anschlags-Samples wählen, dass nicht beide gleich klingen. Ich schlage jetzt hier C an, drücke die Key-Switch-Taste. Ja, und dann habe ich ein anderes Anschlagssample. Und das ist wesentlich realistischer, weil wir somit verschiedene Anschlagssamples für gleiche oder verschiedene Töne haben. Und der Bassist spielt ja auch nicht immer, oder wenn ein richtiger Bassist spielt, klingt es ja auch nicht immer genau gleich, die Anschläge. Weil er mal leiser anschlägt, mal lauter anschlägt, mal ein bisschen, oder die Seite mal ein bisschen gegen den Bund schlägt oder eben auch nicht. Und diese Key-Switch-Taste C0, die habe ich jetzt hier eingezeichnet. Das siehst du hier. Die entmute ich jetzt mal und dann wirst du schon hören, dass wir verschiedene Anschlag-Samples haben, was die Performance schon wesentlich realistischer macht. Sehr cool, ich bin echt total begeistert von dem Teil, klingt richtig gut. Um jetzt noch diese Slap-Performance realistischer zu machen, ist es wichtig, ist es gerade beim Slappen wichtig, dass wir Ghost Notes haben. Und Ghost Notes erreichst du zum einen dadurch, indem du die Tasten nur sehr leicht anschlägst. Genau, solche Samples. Und dann haben wir hier noch das Bundgeräusch. Also wenn der Bassist auf den Bund schlägt. Das habe ich hier zum einen programmiert. Das ist diese Taste hier. Die entmute ich jetzt auch mal. Und dann habe ich hier noch eine Ghost Note eingebaut. Die entmuten wir auch. Und dann klingt das Ganze so. Also, das klingt richtig geil. Was du jetzt noch machen könntest, um die Sache noch realistischer zu gestalten, wäre Samples von Seitengeräuschen oder kleinen Slides mit einzubauen. Das sind die Funktionstasten hier oben. Ja, die könnte man auch noch mit dazu einbauen und am einfachsten ist es, wenn du die Sache einzeichnest, weil das ist wirklich schwierig, das so live einzuspielen. Hören wir uns die Sache jetzt nochmal komplett mit Band an. Also grandioses Ergebnis, finde ich. Man könnte sich jetzt natürlich noch mehr Mühe geben und die Sache noch realistischer machen. Aber die virtuellen E-Bässe von Scarby sind meines Erachtens, wie gesagt, wirklich das Beste, was es auf dem Markt gibt. Wenn du jetzt noch eine passende Funk-Gitarre für eine solche Performance brauchst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video hier. Das ist Scarbys Funk-Gitarrist, mit dem kannst du auch grandiose Funk-Gitarrenspuren programmieren.
Lohnt sich wirklich, also schau mal rein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, meinen Kanal abonnierst oder mir was Nettes in die Kommentare schreibst, was du von diesem virtuellen E-Bass hier hältst. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann!